wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass sowohl er natürlich für uns die Zeit gefunden hat und hier die Veranstaltung mit FX Fed macht, als auch, dass Sie heute hier die Zeit investieren und sich für das Thema interessieren und live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Fed. Bevor wir gleich hier oder bevor ich an den Heiko übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, wie immer. Denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also, ob der Heiko vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, das war's von meinerseits. Die Märkte sind ja gerade in Bewegung. Inflationszahlen kamen vor einer halben Stunde raus und da ist ja mächtig was los. Von daher, ich bin gespannt, welches Thema du heute mitgebracht hast, Heiko, und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Aber wie immer bin ich im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Herzlich willkommen von meiner Stelle aus, sowohl hier im Webinar als auch die Twitch-Zuschauer da draußen. Vielen Dank an meinen Börsenfreund Andreas, der das Ganze hier wieder live überträgt. Tipptopp. Ich hoffe, dass bei mir hier auch alles gut ist. Und zwar bei uns am Haus wird gerade was umgebaut. Und gerade eben ging vor einer halben Stunde ungefähr ein Riesenschrei hier durchs Haus. Oder ich habe es draußen bis rausgehört, weil ich das Fenster offen hatte. Da war kurz für 5 Minuten der Strom weg. Und deswegen bin ich auch erst pünktlich da gewesen, weil der jetzt erst wieder angegangen ist. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe heute für euch dann wie immer ein kleines Ausbildungsthema mitgebracht Richtung 15:30 Uhr. Dann schauen wir uns mal an, wie der Nasdaq so läuft. Und dann werde ich gerne mit euch mal gucken, ob wir noch einen Trade hinkriegen oder nicht. Am Allzeithoch ist halt auch, ist jetzt nicht gerade mein liebstes Level, wo man handelt. Vielleicht kommentiere ich das Ganze ein bisschen. Wir werden einfach sehen, ob wir überhaupt bis dahin Kurse wieder von FX Fed haben. Wir werden alles sehen, wenn es soweit ist. Sagen wir es einfach mal so. Gut. Server ist online, Heiko. Also einmal neu starten, MetaTrader, dann solltest du die Ja. Verbindung haben. Gut, ich mache erstmal meine kleine Präsentation und dann geht das schon. So. Schluck Käffchen und dann geht das los hier. So, also, weil wir es gestern, ich habe es gestern mit Andreas besprochen. Ich habe ja auch eine Community, wo man einen Kurs buchen kann und die Leute sind dann in der Skype-Community. Da hat man das Thema gestern auch gehabt. Und weil es halt gestern doch mal wieder brisant war, denke ich mir, ist das Thema eigentlich auch ganz gut, dass man das einfach sich nochmal mit auf dem Schirm holt, nämlich der Einfluss der Einzelwerte auf den Index. Vor allem auch, ich weiß ja, der Dirk, der ist ja der Dow-Spezialist und zurzeit ist es auch so im Dow zum Beispiel, also ich finde der Chart, wenn ich mir immer abends mal vom Dirk das angucke, wie die Kerzen da vom Dow aussehen, selber handle ich den Dow gar nicht. Da denke ich mir, okay, absolute Katastrophe, aber wenn man dann mal so sich mal die Zeit nimmt und guckt mal die Einzelwerte rein, dann sieht man auch, warum das so ist. Also deswegen heute der Einfluss der Einzelwerte aktuell nicht zu unterschätzen. Denn ich denke mal, es ist ja hoffentlich ja jedem bekannt, dass wir je nach Wert oder je nach Berechnung des Index haben die Einzelwerte einen Einfluss auf den Nasdaq-Chart oder den US-Tech-Chart oder den Nasdaq-Future, je nachdem, was wir uns angucken, haben wir dort entsprechend den Einfluss. Ich habe mal hier als Beispiel jetzt aktuell die Top 20 gewichteten Werte reingenommen. Man kann sich auch angucken, wenn man das zusammen addiert, auf wie viel Prozent man da kommt. Ja, hier in der Mitte seht ihr die Gewichtung. Und was man jetzt so aussieht, ist, dass Nvidia, die haben ja jetzt den Aktiensplit gehabt, die stehen jetzt ja eigentlich schon bei $1.200. Ja, die haben jetzt sogar Apple überholt und steigen jetzt hier weiter gut an. Also ich bin mal gespannt, wenn es so läuft wie damals bei Tesla, die auch, weiß nicht, die hatten, keine Ahnung, die hatten einen Aktiensplit gehabt und irgendwie 3 Monate später standen sie genau dort, wo sie vorm Aktiensplit standen. Mal gucken, gut, bis auf 1.000 ist schon einiges. Aber selbst wenn ja die Aktie von 100 auf 200 steigt, ist ja wie vor 3 Monaten von 1.000 auf 2.000, also nochmal 100% obendrauf. Also es wird auf alle Fälle spannend werden hier, wie die Aktie läuft. Und jede dieser Einzelwerte
hat natürlich ihren Einfluss auf den Nasdaq, mal mehr, mal weniger. Und wenn wir jetzt bei Top Platz 20 sind, dann sind wir bei 1,24%. Aber klar, eine Apple mit 8%, eine Nvidia mit über 8% und eine Microsoft mit über 8%, die haben natürlich einen massiven Einfluss einfach auf den Index. Und das sollte man immer mit auf dem Schirm haben. Ich selber, wir werden es ja nachher sehen, oder ich kann ja mal rübergehen. Ich habe immer die Einzelwerte mit offen oder ich habe auch einen Chart, wo ich die Einzelwerte in einem Chart drin habe, damit man einfach sieht, wie es da so ein bisschen abläuft. So, wie kann jetzt nun der Markt das beeinflussen? Also einmal kann es sein, dass wir, so wie gestern, das ist das Bild von gestern, dass wir zum Beispiel eine richtig starke Order haben in Schwarz, das ist Apple. Also hier Apple, AAPL. Und die andere hier unten ist Tesla im Blau. So, wir sehen halt, dass Apple sehr stark angestiegen ist, aber der Index ist nicht so stark gestiegen. Da habe ich geguckt, okay, was ist da los? Habe auf meinen Chart geguckt, wo diese Einzelwerte drin sind, habe gesehen, dass halt Tesla relativ gut fällt von ja, fast 3% oder so. Und das hat natürlich einen entsprechenden Einfluss auf den Markt. Das sind jetzt nur sozusagen die Extremwerte von gestern. Jeder Einzelwert hat ja seinen entsprechenden Einfluss, wie gerade gezeigt. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass meine Gedankenwelt gestern war, dass wenn der Markt halt hier, also wenn die Tesla so stark fällt, die Apple zum Beispiel nur hier am Anfang steigt und hier aus der Konsolidierung dann wieder runtergeht und wenn diese beiden Werte, also wenn die Apple auch ihre erste Bewegung dann nach unten wieder oder einen Rücksetzer macht und die Tesla weiter fällt, dann sollte ich auf alle Fälle eher die Short-Seite haben. Ich habe gestern auch die Short-Seite gehandelt, erfolgreich, steht jetzt aber ja nicht zur Debatte. Jedenfalls, diese Erholung, die sieht man jetzt gleich nochmal ein bisschen besser. Diese Erholung vom Tief aus nach unten ist halt denn darin geschuldet, dass A, die Tesla einen Boden gefunden hat und die Apple-Aktie einfach weiter gestiegen ist. Und das macht dann halt den Unterschied dann aus im Markt. Und wir gucken uns das nochmal an, wenn man das ein bisschen aufzoomt, weil einfach ja die prozentuale Veränderung, ihr seht das auch hier, 5% plus und minus, hier sind es jetzt minus 2,3% noch. Und so kann man durchaus, es geht ja auch gar nicht jetzt darum, dass man jeden Wert einzeln analysiert. Ja, die Top Mover könnte man durchaus drin haben. Im Nasdaq war es aber in letzter Zeit aber auch so, dass halt nicht immer die Top 10 wirklich, sondern stark gestiegen sind, sondern vielleicht auch etwas weiter hinten liegende Werte dann aber mit 10, 20% dann auch ziemlich auf den Index eingewirkt haben. Ich zoome mal das Bild kurz auf. Dann seht ihr den gestrigen Verlauf und was halt typischerweise ist, wenn halt nur ein Wert so durch die Decke geht, dann sieht man fast immer so ein Chartbild. Das ist ein 1-Minuten-Chart hier und ihr seht, in diesem 1-Minuten-Chart, dass die Märkte, dass die Kerzen sehr stark überlappend sind, aber trotzdem haben wir eine Tendenz. Ich rede dann hier immer von der Kasse, oder das ist im Übrigen auch Bestandteil von meinem Grundkurs Skype Trading, wie halt sich Einzelwerte durchaus auch auf den Index schlagen. Man kann das handeln, aber selbst auch ich sehe es natürlich dann auch live, wie der Markt sich bewegt und sehe, okay, das könnte eine Kasse-Order sein. Aber ich habe natürlich auch immer das Problem zu überlegen, läuft die Order nur bis 16:30 Uhr, läuft sie bis 17 Uhr, läuft sie bis 20 Uhr? Das weiß ich natürlich auch nicht. Also ich muss auch in der Sekunde dann entscheiden, ob ich da noch reinkomme. Ich selber bin dann gestern nicht reingekommen. Für mich war eigentlich dann Ende, nachdem ich gestern zwei Short Trades gemacht habe, hier aus dem Widerstandsbereich, einen Short Trade Nummer 1 und einen weiteren Short Trade als Rücksetzer hier nochmal in der Region, dass ich da nochmal einen Short, ganz klassischer Einstieg im Trend gewählt habe, der dann halt durchlief mit 20 Punkten und das ist für mich soweit okay. Genau. Und also das ist halt, das ist durchaus so, dass wir, wenn die Orders halt aus den Einzelwerten heraus oder jeder Einzelwert noch ein bisschen anders läuft, stellt euch vor, die Tesla-Aktie wäre noch, ups, die Tesla-Aktie wäre hier noch stärker gefallen. Ja, das heißt, wir sehen den richtigen Spagat. Dann bleibt meistens im Index auch eine fiese Seitwärtsbewegung zurück. Das heißt also, im Index sieht man dann eigentlich eher das, weil sich dann
die Bewegungen der Einzelwerte aufheben und dann hat man eigentlich relativ lange auch Range Trading. Ja, es gibt immer wieder Aktien, die halt sich mal mehr, mal weniger, genauso auch wie der Index läuft, halt bewegen. Und sie können halt immer mal auch ein Hinweis sein, auch bei Sondersituationen. Zum Beispiel habe ich letztens ausgerechnet, da war auch irgendwas im Dow los. Ja, das ist der Dow irgendwie 200, 300 Punkte völlig entgegen dem Nasdaq gelaufen. Und da habe ich halt geguckt. Und dann war der schwerste Wert United Health, der da irgendwie 8% oder so verloren hatte. Ja, und dann, wenn man das dann ausrechnet, hat allein diese eine Aktie dann bei 8% oder fast 10% mit einer Gewichtung von 8%, ja, also fast 1%, allein nur im Dow an Bewegung gemacht, also über 350 Punkte, 380 Punkte, die dann eine einzige Aktie da dem Markt sozusagen entweder mehr auf der Negativseite oder weniger auf der Positivseite halt beeinflusst. Und solche Effekte einfach mal immer mal mit zu berücksichtigen. Sie hebeln natürlich dann auch die Charttechnik auch hier und da so ein bisschen aus, weil einfach klar, wenn eine Order an Apple läuft, dann sind Widerstände im Future oder Unterstützung im Future vielleicht gar nicht so relevant, weil die Einzelaktie halt ihr Ding macht. Ja. Dennoch wird es immer so sein, dass auch im Future halt Orders liegen, das schauen wir uns auch gleich nochmal an, die halt dann auch wiederum die Aktien beeinflussen. Ja. Also das heißt, auch im Future kann es sein, dass halt jemand ein Interesse hat, ja, der nicht in den Einzelaktien investiert ist, sondern im Future investiert ist, dass der halt auch ein Interesse hat, an gewissen Punkten halt in den Markt reinzugehen und dass man das halt dann auch sieht, dass da große Stücke gehandelt werden, die dann dazu führen, dass der Markt dann halt entsprechend ja, gestoppt wird oder sich beschleunigt. Ne? So, von daher wäre das halt schon so eine Erkenntnis, also Fazit, wenn die Werte, wenn ein Wert vor allem von den Top 5 Werten massiv, also wie gestern 5% bei Apple läuft, dann sieht das Bild so aus und typischerweise stark verschachtelt, trotzdem trendig. Ja. Gut, dann hier mal noch ein Bild in Blau dargestellt, ist schon ein bisschen älter. In Blau dargestellt ist immer der Nasdaq-Index. Und darunter seht ihr, liegt der Future, Quatsch, ist der Nasdaq-Index und darunter, die anderen Kerzen sind immer die Einzelwerte, so wollte ich sagen. So, und da sieht man dann halt dann auch bei so ein paar Top-Werten, ja, dass wie hier bei Apple, dass dann das oder dass fast alle Einzelaktien ähnlich laufen. Also im Detail sehen sie ein bisschen unterschiedlich aus. Was ich hier, die Microsoft ist erst relativ stark gestiegen, läuft jetzt seitwärts. Eine Amazon ist einfach nur steil nach oben gestiegen. Ja, andere Werte steigen halt und laufen dann die ganze Zeit seitwärts, wie eine Alphabet hier oder andere Werte laufen dann halt auch besser als der Index, ja, ne, und ziehen dann halt den Gesamtindex mit nach oben. Und wenn dann so eine breit angelegte Kauforder reinkommt, dann geht der Gesamtindex halt logischerweise auch mit nach oben. Und das ist halt auch relativ schwer da reinzukommen, wenn das sehr aggressiv ausgeführt wird. Man erkennt es jetzt hier vielleicht nicht ganz so gut, aber das ist ein 1-Minuten-Chart und ihr seht vor allem hier diese erste Phase nach der Eröffnung, so vor 16 Uhr, sieht man halt, jede 1-Minuten-Kerze ist höher, höher, höher. Und wenn man jetzt da ganz klassisch denkt, okay, der Markt ist, keine Ahnung, 100 Punkte gestiegen, dann müsste er mal fallen, dann ist es halt schwierig, wenn halt also eine breit angelegte Order in allen Einzelwerten läuft, ja, oder in vielen Einzelwerten läuft und vor allem hier jetzt in diesen Top 6 Werten, dann oder 7 Werten, dann ist das natürlich dann schon eine Hausnummer, auf die man einfach achten muss. Und da kann es auch sein, dass man jetzt so vielleicht im Index hier einen Widerstand halt hat, aber wenn halt die großen Werte halt alle weiter steigen, so wie jetzt in Amazon oder weiß ich, eine Meta, dann wird es halt schwer, dass der Markt halt wirklich fallen kann. Ja. Deswegen habe ich halt immer mal die Einzelwerte mit drinne. Wie gesagt, ich analysiere jetzt nicht jeden Einzelwert auf irgendwie Charttechnik. Es geht einfach nur, ein Gefühl zu bekommen. Und das ist halt auch hier an der Stelle meine Empfehlung für euch, zu überlegen, macht das für mich Sinn oder ist das für mich zu viel Information, die mir keinen Wert bringen? Ich empfehle, also wie gesagt, in meinem Kurs sage ich auch, ihr müsst euch das angucken und wenn ihr da ein Gefühl dafür bekommt, dann ist okay. Wenn euch das aber mehr hindert,
dann macht das halt nicht. Ja, dann ist halt ausreichend, wenn man weiß, okay, wenn oder dass man es anders angeht, dass man sagt, okay, wenn halt eine massive Bewegung ist im Markt, die man sich vielleicht nicht erklären kann, dann gucke ich mal kurz rein, vielleicht kriege ich liegt die Begründung im Einzelwert oder in einem Einzelwert, ja, der halt gerade massiv durch die Decke geht oder durch den Keller fällt, ja, oder in den Keller fällt. Also das wäre halt so, wenn also der gesamte Markt breit liegt, die Orders liegen hier sowohl in der Kasse als auch im Future. Das sieht man immer wieder, wenn man so ein bisschen so einen Future-Move sieht, ja, wenn es aus einer kleinen Bewegung, Konsolidierung hier rausgeht, ja, dann sieht man, dass hier auch die Einzelwerte relativ stark ploppen und das passiert halt oftmals, wenn dann im Future, das sieht man, wie gesagt, sieht man jetzt hier schlecht, aber wenn halt im Future der Markt dann eine gewisse Grenze reißt und dann findet sogenannte Arbitrage in den Einzelwerten statt und dann hat man überall oder fast überall so einen Plop. Und dann weiß man, das ist eigentlich vom Future her ausgelöst, das Ganze, dass diese Bewegung dann sich in den Einzelwerten dann so stark bemerkbar macht. Da habe ich noch eine Folie für euch dabei und zwar hier sieht man mal vor allem auch bei News, das ist jetzt zwar der DAX, aber da sieht man auch nochmal, dass es halt genau umgedreht auch laufen kann. Auf der rechten Seite Minutenchart. Ja, wo der Markt halt plötzlich massiv nach unten fällt in 2 Minuten. Also 5 Minuten Chart. 5 Minuten Chart, weil sonst würde da eine Minute stehen, aber steht 4 Minuten. Also 5 Minuten Chart ist das Ganze hier. Ja, und wenn es dann so in 5 Minuten oder 10 Minuten da entsprechend runtergeht, 60, 70 Punkte, dann seht ihr, das kommt aus dem Future, weil in jeder Einzelaktie sieht man diesen massiven oder ja, so ziemlich diesen massiven Rückgang, sehen fast alle identisch aus, mal mehr, mal weniger. Und das liegt halt daran, dass dann über die Arbitrage, hier ist sogar ein Gap drin, denn über die Arbitrage dann die Aktien, da wird Folgendes gemacht, wenn der Markt sehr stark fällt, ja, wenn der Markt jetzt hier sehr stark fällt, dann wird der Future gekauft über die Arbitrage, die Einzelwerte werden verkauft, bis sie dann wieder auf das Niveau dran kommen vom Index. Ja. Also sie dann, kann man nochmal einzeichnen, etwas anders. Oh. Warte mal kurz. Ah, Krampf im C. Gute Besserung. Ah, Krampf im C, wo gibt es denn sowas? Ganz komisch gerade. So, weißes Blatt Papier wollte ich auch machen, genau. Also wir haben jetzt als Beispiel, machen wir es mal blau, den Future. Ich mache das mal so ziemlich auf einer Höhe, denn darunter in einem ähnlichen Abstand läuft dann der Aktienmarkt. Ne? So, der Aktienmarkt. Machen wir mal ein A rein. Ein A für die Aktien. So. Und jetzt so plötzlich im Future ist es so, so wie jetzt in dem Beispiel gerade, der fällt halt relativ schnell nach unten. Ja, die Einzelaktien, wie gesagt, ich müsste jetzt mehrere Aktien zeichnen, aber plötzlich ist dann so, wenn der Markt innerhalb von ein paar Minuten da unten steht, ja, dann ergibt sich ja immer ein risikofreier Gewinn, weil wir wissen ja, die Einzelwerte repräsentieren den Index. Wenn jetzt alle Aktien, der Stand, ich sage jetzt mal, der Stand repräsentiert hier, keine Ahnung, den Index von 100. Bei denen alle die Einzelaktien repräsentieren noch einen Indexstand von 100. Der Future steht aber schon bei 95. Dann kann ich natürlich, was mache ich dann, um davon zu partizieren von diesem Spread? Ich würde ja anfangen, jetzt hier einfach den Future zu kaufen. Dann ziehe ich mir den hoch vielleicht auf die 98 als Beispiel. Ja, und kaufe den halt von unten hoch. Und die Aktien verkaufe ich, bis ich dann jetzt auch bei 98 bin. So, und dann sieht es so aus. Und dann ist es wieder gleich, dass dann halt die Einzelaktien wieder so laufen. Ja, und der Future dann halt wieder darüber liegt. Und also das ist das Idealbeispiel. Ja. So, und das kann man halt über die Arbitrage machen. Deswegen funktioniert das halt so, dass die Einzelaktien dann plötzlich mit einem Mal Market alles verkauft wird, solange bis der Spread
wieder sich angeglichen hat an den Future und das alles gleich ist und dann ist alles fein. Und was wir als Ergebnis sehen, ist in den Einzelaktien, dass alle zur gleichen Zeit mehr oder weniger halt nach unten gefallen sind. Aber typischerweise wird halt so viel wie möglich verkauft und die Arbitrage kann ihre Position unendlich groß fahren. Ja, die könnten halt bei so einer Bewegung entsprechend dann auch durchaus 100 oder 200 Mal den Index als Future kaufen oder verkaufen. Ja, solange man halt eine Möglichkeit sieht, dass die Arbitrage erfolgreich durchgeht, das passiert alles vollautomatisch, ist man halt natürlich dort auf der, hat man sein, holt man seine 3, 4, 5 Punkte. Ja, und wenn man jetzt als Arbitrageur, keine Ahnung, mal 5 Punkte holt mit vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal mit 100 FDAX-Kontrakten, ja, 5 Punkte mal 100 mal 25 sind es halt 12.500 Dollar für eine Arbitrage. Ja, und wenn halt irgendwann mal eines Tages plötzlich Einzelwerte hochschießen und der Index nicht nachkommt, na, dann macht man es auf der anderen Seite. Also da lässt sich dann schon was verdienen. Aber wie gesagt, 5 Punkte ist natürlich jetzt auch relativ gering. Ne? Bei 10 Punkte wären es dann schon 25.000 Euro für einen Trade halt. Ja. Und risikofrei. Wie gesagt, das ist ja der Vorteil bei der Arbitrage. Oder vielmehr, nur dann wird sie aktiv, wenn sie risikofreien Gewinn machen kann. Ansonsten wird sie ja nicht aktiv. Genau. Und so sieht das dann halt aus, wenn das von dem Future in die Einzelwerte reindrückt, die Order. Und bei News, wie gesagt, jetzt auch gerade, ist es typischerweise dann genau so. Gut, das war soweit mein kleiner Ausbildungsanteil für euch für heute. Ich gucke hier nochmal kurz auf den Twitch-Stream. Also wenn ihr bei Twitch Fragen habt, ich habe das mit offen hier, dann lasst es mich ruhig wissen. Frage, was im DAX war. Also gut, ich nehme an, dass das hier noch auf den News bezieht. Ne? Also wenn man sich vorbereitet oder wenn man halt vielleicht auch bei mir meinen Livestream guckt am Morgen, wann DAX gerade gefragt hat, was da los war. Also ja, oder auch den Dirk geschaut hat. Also Verbraucherpreise, Inflationsdaten sollte man einfach auf dem Schirm haben. Es sind heute komplett andersrum gelaufen als den Monat zuvor. Ich hatte vorhin noch zwei Bilder vorbereitet von den letzten CPI-Daten. Die habe ich jetzt aber nicht mehr. Die sind jetzt weg, weil ich den Rechner ja noch mal kurz neu starten musste durch den Stromausfall. Aber ich kann mal hier schnell gucken. Oder mal Verbraucher. Ah, hier sind die noch da. Nee, auch nicht da gespeichert. Verbraucherpreise zeige ich euch mal. Also, das waren die Verbraucherpreise im März gewesen. Da sehen wir es also zu den Verbraucherpreisen. Minimal höher, 3,2%, so 3,1, 3,8 zu 3,7 ging es erst hoch. Mit dem Start des US-Handels nochmal ein bisschen runter und dann über den Tag hinweg gab es da, gab es da entsprechend die Kauforder, neues Allzeithoch gemacht an dem Tag im März. Und im April, jetzt letzten Monat, die News, die sahen so aus. Da kamen die auch genauso raus, also auch leicht höher, aber da diesmal 300 Punkte am Stück runter. Und mit dem Start des US-Handels ging es erstmal nochmal wieder deutlich zurück, bevor es dann wieder runterging. Genau. Ja, was haben wir hier? Februar. Nee, da habe ich keinen Chart, ist nur Text. Naja, gut. Ja, da sieht man das auch mal. Alright, wenn es Freitag keine Fragen sind oder auch hier im Webinar keine Fragen sind, dann schauen wir uns mal an, was da so los war. Gut, jetzt muss ich erstmal die Software nochmal starten. Mache jetzt hier kein Update. Update.
Gut. Ja, der DAX hat da, ja, wie gesagt, der klebt ja noch an der Decke. Naja, gut. Ja, dran denken, vor allem, wenn wir heute über News gerade gesprochen haben, heute Nachmittag, ach, heute Abend noch oder Nachmittag in den USA dann um 20 Uhr. Fed-Zinsentscheid und entsprechend dann noch die Pressekonferenz um 20:30 Uhr. Das sollte man mit auf dem Schirm haben. So, dann hole ich mir mal hier den Chart hier runter. So, hier im Übrigen habe ich, das sind die Einzelwerte, die ich immer mit offen habe. So. Und wie gesagt, da habe ich es gestern schon, da habe ich, hat man es gestern so ein bisschen gesehen, aber ja. Ansonsten auf meiner Webseite habe ich auch entsprechende Seiten, wo man da auch reingucken kann oder Links dazu, sodass man sich das halt angucken kann. Wenn ihr auf meiner Seite seid. Im Übrigen vielleicht an der Stelle kurzer Hinweis, wer mag, der kann die nächsten ein, zwei Wochen mal hier drauf gucken. Den Kurs wird als Sommerspecial wieder rabattiert geben. Also wer da an der Ausbildung interessiert ist, kann da gerne mit reingucken und findet auch hier alles, wenn er da draufklickt. So, wenn man auf meine Tagesanalysen geht, die ich aktuell dreimal die Woche veröffentliche, da ist es so, da gibt es hier, wenn man etwas runterscrollt, da die Top-Einzelwerte aus dem Nasdaq. Jetzt, wo das überholt wurde, Apple auf Platz 3 abgerutscht ist, müsste das mal sozusagen machen. Und dann sieht man halt hier, sieht man dann die Einzelwerte so, wie die halt dann so laufen. Ja. Und jetzt auch dann gerade. So, dann kann man hier einmal auf Intraday klicken und dann hat man es jetzt nur Intraday und sieht dann halt, ja, und wenn sich das Bild dann entwickelt, dann kann man mal gucken, wie sich das dann so im Markt verhält. Ja. Gut. So, ich wollte ja noch das wieder hochmachen, damit ich auf Twitch gucken kann. Ups. So. Gut, jetzt haben wir hier den Nasdaq Micro Future auf der linken Seite, der aktuell auf Allzeithoch ist. Schauen wir uns hier mal an. Da haben wir den Tagesschart dazu und da sehen wir, dass der Markt gestern von ziemlich weit unten aus deutlich über den ganzen Tag nach oben gestiegen ist. Jetzt sind wir hier deutlich angestiegen. Das heißt, zum Schlusskurs von gestern müsste der Markt noch einiges nach unten kommen. Mal gucken bei den News, ob der überhaupt nach unten kommt. Problematisch wird jetzt so ein bisschen, dass wenn wir hier, man sieht das hier schon, wenn ihr den Future auch habt und habt hier so das Volume Profile an, dann fällt hier auf, dass der Markt jetzt sich hier oben so ein bisschen festbeißt. Und wenn das so bleibt, dann kann es sein, dass der Markt diese News Gap, ja, also die ganzen, wo kein Volumen gehandelt wurde und vorbörslich wurde ja hier unten Volumen gehandelt, dass er das offen lässt und sich eher hier oben hält und dann eher versucht nochmal vielleicht höher zu gehen. Ist natürlich schwierig, auf dem Allzeithoch long zu gehen, ich weiß. Ja, und wenn die Marktteilnehmer halt sich nicht einig sind, dann ist es eher so, dass wir hier eine wirklich langanhaltende Range bekommen, typischerweise. Und dann irgendwann am Abend, vielleicht auch erst mit der Fed, löst das dann auf, entweder weiter in Trendrichtung oder dann halt komplett wieder nach unten weg und zum Ausgang der Bewegung halt hin. So, das ist so meine Idee gerade. Mal sehen, ob ich die, ja, ob ich da oben den Trade halt irgendwie erwische oder nicht, keine Ahnung. Ja. Also das ist das eine. Also aktuell weiter im Trend alles. Und hier haben wir das als, habe ich immer mit offen, als Tech-Wert, also als CFD. Und dann haben wir hier rechts den 15-Minuten-Chart. Ja, das auch vom Framing her durch die lange Kerze natürlich jetzt alles long. Und hier auch noch der Stunden-Chart. Also, ja, wie gesagt, auf Allzeithoch, da gibt es ja noch nicht so viel zu machen.
Also man überlegt, ob man das Long handelt, ja, oder halt nicht. Genau. So, das ist halt die einzige Frage. Wer hat, also ich, wenn es die Struktur zulässt, dann überliste ich mich halt oft selber, dass ich sage, ich weiß ja gar nicht, dass das ein Eins der Tore ist, weil ich nicht nach links gucke. Ja, und dann, dass man halt sagt, okay, das ist eh eine Stelle, da würde ich halt long gehen bis zum Tageshoch, vom Vortag als Beispiel. Ja, und dann kann man sich da vielleicht so ein bisschen ausdrücken, dass man auch bereit ist, so 20 Punkte vor dem Allzeithoch noch einen Long Trade einzugehen. Aber muss man halt auch schauen, ob das was für einen halt ist, ja. Prinzipiell am Allzeithoch macht es natürlich immer nur Sinn, long zu gehen. Klar, wenn die Trendrichtung, ach, mein Kampf, wenn die Trendrichtung halt weitergeht, ja, also die Aktien halt auch weiter steigen, logischerweise. Ja. Es sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Also die Einzelaktien sind alle, fast alle hier sind mit einer Aufwärtsgap reingekommen, notieren entweder am Tageshoch, also die vor allem Microsoft, Apple, oder über dem Tageshoch, wollte ich sagen, und auch Google. Ne? Und Nvidia auch über dem Tageshoch von gestern. Ja. Die Frage ist jetzt halt einfach nur, ob auch in den Einzelwerten, die das genauso sehen, ja, dass sie, es gibt immer auch den Punkt, dass wenn Einzelwerte, wenn der Markt jetzt so wie jetzt hier so stark ansteigt, ja, so stark ansteigt, dass dann die Einzelwerte hergehen und sagen, Mensch, ist eigentlich hoch genug, 1, 2% besser als gestern Abend. Also fangen erstmal die Einzelwerte an zu verkaufen, und das ist dann oftmals dieser typische Rücklauf, den man dann sieht. Weil dann halt irgendwelche spekulativen Trader dann erstmal aus ihren Einzelwerten aussteigen und den Markt dann damit nach unten bringen. Ja. Mal gucken. Gut, hier haben wir es als 5-Minuten-Chart. Ja, Framing auch alles aktiv, long, alles durch diese lange 5-Minuten-Kerze hier. Ja, muss mal gucken, was das dann da wird. Mehr noch einen anderen Chart mit aufmachen. Also jetzt nicht hier für euch, für mich. Habe nebenbei nur einen 10-Sekunden-Chart aktuell immer mal mitlaufen. Aus dem einfachen Grunde, manchmal sind die Bewegungen zurzeit so ruppig, dass das aber trotz alledem im Sekundenchart, also ich handle jetzt nicht zwingend aus dem Sekundenchart heraus. Oh, wartet mal. Mensch, das gibt's noch nicht. Der eine C. Wahnsinn. Dass aus dem Sekundenchart heraus manchmal ein gutes Chartbild entsteht. Ich kann es gar nicht wirklich erklären, aber ich hatte das früher schon immer mal mit an, wenn Märkte irgendwie so, wenn ich die irgendwie nicht greifen konnte und habe dann halt dann in, bin dann manchmal runtergegangen im Sekundenchart, und das sah dann manchmal irgendwie ganz gut aus, und dann dachte ich mir, naja, gut, dann guckst du mal wieder. Und dann mache ich das, ja. Und was auch zurzeit ganz gut funktioniert im Übrigen, das habe ich aber jetzt nur, es wird dann nachher, solange sind wir aber nicht on. Ich habe hier noch den aus der Community vom Dirk, den NG Range an, eingestellt von 15:30 bis 16:30. Der funktioniert zurzeit auch ganz gut. Also vielleicht, wenn man jetzt hier keinen Trade macht, kann man auch mal gucken, wo denn so gewisse Trades dann halt auch liegen. Und gestern gab es da auch ein schönes. Also fast, also wie gesagt, ist ja nicht jeden Tag perfekt, aber jetzt hat es hier hat's wahrscheinlich so ein bisschen was zerschossen bei der Range. Aber da können wir mal reingehen. So, ja, von 15:30, wie gesagt, ist die gesetzt bis 16:30, also das war hier die Range. Oben raus, und nee, das war, nee, war nicht gestern, ich dachte. Nee, dann muss ich noch mal kurz gucken. Nee, das meinte ich nicht. Da auch nicht. Hä, bin ich doof? Also irgendwie habe ich so im Gefühl gehabt, dass dieser Rücklauf gestern bis auf diese Range ging. Vielleicht im Future. Aber es sind ja auch 5 Punkte. Also, was ich halt schon gucke, ist bei dieser Range, wenn die halt, wenn der Markt da rausgeht, Pullback, und dann, das handle ich am liebsten. Ansonsten, wenn wir vorher eine Struktur haben und diese Range gesetzt haben, dass man
zumindest in dieser Range, die bis dahin besteht, hinkommt. Das sind so meine zwei so Setups, die ich handle. Aber irgendwie hatte ich gestern das Gefühl, aber wie gesagt, dass der Markt bis dahin gelaufen ist, genau auf die Range drauf gesetzt ist und dann das Ziel erreicht hat. Ja, irgendwie habe ich nicht davor geguckt. Na gut, es lag vielleicht auch daran, dass ich nur auf die Schnelle so drüber geschaut habe, denn ich habe gestern selber ja nur in diesen 10 Minuten da gestern gehandelt. Hatte das gestern auch mal online gestellt. So, ja, wie gesagt, und deswegen, das ist das eine und das andere ist halt, also die Range von 15:30 bis 16:30 als Range zu nehmen und da zu gucken, ob es da einen Trade gibt. Ja, und ansonsten zurzeit halt so ein bisschen für mich der Sekundenchart. Ich glaube, mit der, also es gibt durchaus ja beim Dirk, so ein Indikator, wo man sich den Tickchart anzeigen lassen kann. Das wäre dann, sagen wir mal, so eine Alternative. Bei mir hat das aber irgendwie nicht so funktioniert. Da ist immer mal der MetaTrader bei mir abgestürzt. Deswegen habe ich es da jetzt nicht an. Aber ja, wie gesagt, im 10-Sekunden-Chart sieht es manchmal ganz toll aus. So, mal gucken, was am Allzeithoch passiert. Ob wir dort, können wir auch mal reingucken, ob wir dort irgendwie größere Orders drin haben oder so. Wird durchaus auch mal was. Mal gucken, ob da was ist. Ja, einer von der 50er, 200 Kontrakte da oben getradet. Ansonsten 52 ist das Allzeithoch. War der Future, der Mikro-Future sogar ein bisschen höher. Das ist auch dann so Arbitrage innerhalb zwischen den Futures. Das ist bei 56, 57. Apple heute wieder extrem stark. Ja, gehen schon wieder ab. Ne? Deswegen, also das sieht man jetzt hier. Und jetzt haben wir genau das Problem, was ich euch sagte, dass die Märkte jetzt so richtig nach oben grinden. Also man kommt da nicht rein. Hier seht ihr das ja, also Apple ist hier der zweite Wert. Also sieht man uns wieder hier. Also ihr könnt ja bei FX Flat habt ihr ja das. Macht euch die Einzelwerte rein. Kann man dann überlegen, ob er denn mit dem Stereo Trader das lädt oder nicht. Ich habe jetzt da, sonst ist mir zu viel Stereo Trader da drin. Ich habe das einfach ohne Stereo Trader, habe hier noch so einen Indikator, der mir so Vortrages hoch und tief dann anzeigt. Und ja, da sieht man das halt, ne, wie die Apple-Aktie hier schon wieder abgeht, wie die Sau. Sau Marianne. Ja, und da nützen dann halt auch irgendwelche größeren Orders halt nichts, wenn da einfach die Einzelwerte da so knipsen gerade. Gut, auf der 60 nochmal 100 Kontrakte in einer Sekunde abgespult. Ja, bis jetzt auch nicht irgendwie großartig was, aber das könnte man mal gucken, ob es von dort aus ein paar Punkte rückwärts geht. Wahrscheinlich relativ schnell dann passieren. Ja, Volumen ist relativ hoch. Ja, und wie gesagt, teilweise im Sekundenchart. So, ich habe jetzt gerade ein paar Fragen gekriegt, sehe ich gerade. Kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Ja, also wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, vielleicht. Also hier hätte man irgendwie schon rein gemusst, wahrscheinlich dann so Richtung 30, ja, wären jetzt 30 Punkte, wobei ich da mit 20 Punkte auch glücklich wäre. Aber jetzt auf einem Allzeithoch direkt den Long zu nehmen. Wie gesagt, auch wenn man jetzt das Chartbild halt sieht, auch sieht, wenn jetzt eine Apple-Aktie so steigt, ja, und auch andere Werte jetzt hier ganz gut Gas geben, da Tesla ist in der Mitte, ganz links. Ob man da, trotzdem muss man für sich selber überlegen, wie lange geht das noch und hält das noch und macht der Markt das halt weiter, ja, und zieht da halt einfach konstant halt durch. Ja, und selbst wenn man hier überlegt, im 5-Minuten-Chart sieht das vielleicht schon krass aus. Ja, nur als Beispiel, selbst wenn man sich jetzt hier einen Sekundenchart anguckt, ja, also das sind 10 Sekunden jede Kerze. Und wenn man sich das anguckt, wie sauber das Bild ist, also wenn man da auch
so ein bisschen, also ich gucke immer so mit dem Blick auf die Außenkerzen. Ja, und wie gesagt, wir reden hier von einer Kerze 10 Sekunden und das heißt, wir haben hier eine saubere Struktur, Außenkerze hier, die Außenkerze nur seitwärts konsolidiert und nach 10, 20, 30, 40, 50 Sekunden dann schon wieder den nächsten Run hier auf der Oberseite. Ja, und hier auch die Außenkerze hält, die Außenkerze hat gehalten, ja. Und so geht das hier eigentlich der ganze Spaß dann schon ab hier los. Also ab der 19.420 geht es jetzt hier los. Und selbst mit dem Sekundenchart mit den Außenkerzen ist das die einzige Möglichkeit, wie man halt da reinkommt aktuell. Ja. Ja, auf alle Fälle schon abgefahren. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir zur Eröffnung so ein bisschen einen Test des VWAP sehen. Das ist hier unten die gelbe Linie. Wäre natürlich vielleicht nur ganz gut gewesen, da nochmal vielleicht runterzukommen. Ja, also VWAP ist auch mal ein guter Trade. Also oftmals, nicht immer, aber relativ oft auch mal ein guter Trade. Ansonsten, wie gesagt, jetzt hier, ja, selbst hier, selbst im 10-Sekunden-Chart fächern hier die kleinen Durchschnitte auf. Also das muss man halt für sich überlegen, bin ich bereit, das Risiko zu gehen? Ja, nein. Und dann springt man halt rein oder nicht. So, und man hat einen Stop, 20 Punkte. Ja, und da kommt es eigentlich drauf an, wie ist die persönliche Erfahrung, die man halt dort gemacht hat. Das ist eigentlich das Entscheidende, weil die persönliche Erfahrung darüber entscheidet, wie man zu diesem ganzen Thema denn mit Long am Allzeithoch steht. So. Wenn einer damit gute Erfahrungen gemacht hat, dann wird er am Allzeithoch auch keine Angst davor haben, da nochmal reinzugehen. Hat einer damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, dann bleibt er halt an der Seitenlinie, guckt halt zu. Besser, allemal besser als gegen diesen Run sich einfach short reinzustellen. Ja, so. Also da will ich mal irgendwas sehen, keine Ahnung, eine ausgebildete Abwärtsstruktur im 10-Sekunden-Chart, whatever. Ja. So. Eine Marke gibt es noch, das ist die 19.480. Falls der Markt dort von unten durchgeht und von unten da dran klopft, dann würde ich darauf nochmal achten. Und zwar zurzeit bewegen sich die Märkte wieder hier, immer wenn hinten eine 80 oder eine 20 steht, relativ gut. Ja, und reagieren an diesen Marken auch relativ häufig. Jetzt haben wir hier die nächste Marke hier oben. Und da müssen wir mal gucken. Wenn nicht, dann darf der halt gleich weitergehen an die 19.520. Ja. Also, dass ein Markt sich daran gut orientiert, wie gesagt, kann man sich mal mit reinzeichnen. Man kann jetzt nicht einfach blind jede Marke halt handeln, sage ich jetzt mal. Das macht es nun auch nicht. Aber es ist trotzdem faszinierend, wie der Markt da dran immer mal abreitet. Wie gesagt, ich gucke gleich auf die Fragen. Vielleicht auch dazu nochmal. War gestern auf alle Fälle very nice. Ja. Da sieht man es nochmal von gestern. 80 oben reagiert, unten an der 20 reagiert. Wie gesagt, mal passt es gut, mal nicht. So, mal gucken. Alright, alright. So. Da gehe ich mal kurz auf die Fragen. Die 80 nicht vergessen. Sehr schön. Ach so, ich habe ja müssen wir hier nach Zeit machen. Also Lütz schreibt noch wegen, zieh mal die NG neu rein.
Okay. Ja. Wie gesagt, also der Lutz sagt, er nimmt 15:30 bis 15:45. Das habe ich früher gehandelt im DAU ganz oft. Ich habe es jetzt auch, danke erstmal, Lutz, du hattest mir das ja gegeben. Also ich habe jetzt da, soweit wie der Indikator halt geht, mal zurückgeguckt, war so lala. Mit dem Breakout aus der ersten 15-Minuten-Kerze ist es ja nichts anderes. Also ich habe dann auch immer hier im 15-Minuten-Chart einfach geguckt, wie bricht der halt aus. Aber kommt natürlich darauf an, wie man im Detail einsteigt, ne? Und ich fand jetzt eigentlich per se, aber gut, gibt es natürlich nicht jeden Tag ein Signal, 16 Uhr oder 16:30 Uhr. Und 16:30 Uhr war eigentlich immer so, was ich jetzt in letzter Zeit auch immer mal genutzt habe. Aber es kommt immer darauf an, natürlich, wie es halt läuft. Okay. Also, der Run geht weiter, sowohl Microsoft steigen weiter, Apple steigt weiter, Nvidia steigt weiter. Ja, also von daher grindet das weiter konstant nach oben. Na, und ja, so sieht es im 10-Sekunden-Chart aus, an der Decke oben. Erstmal hier Konsolidierung. Das Einzige, was jetzt dafür, also wenn man jetzt nicht mehr long reinkommt für einen Short, also wenn man wirklich Short wartet, dann sollte man schon warten, dass zumindest hier mal so ein Level von Volumen her unterschritten wird. Ja, also dass der Markt darunter fällt, dran läuft und dann weg, um dann dieses ganze geringe Volumen dann nach unten wieder rückabzuwickeln. Aber solange das nicht der Fall ist, also stelle ich mich nicht dagegen. Ja. So. Ja, schwierig da einfach reinzugehen. Ja. Große Limit-Sell-Orders, die jetzt hier reinkommen, wahrscheinlich gerade an der runden Marke, können wir kurz mal gucken. Hier 160 Kontrakte auf der 19.500. Wie gesagt, das sind ja halt dann ganz klassisch die Future-Orders, die halt auf einem runden Level liegen. Ja. Kurzer Spike drüber. 5 Punkte, okay. Naja. Mal gucken hier, also hier sieht man auch diese eine große Order jetzt da. Sieht ja schon ganz gut aus. So, das ist zumindest auch mal ein Hinweis, ne, wenn jetzt so eine 500er Marke. Und das ist halt auch ein Unterschied, ne? Das sieht man halt, wenn man den normalen Tech DAX hat, weiß man das ja auch nicht, dass da gerade an einer runden 500er Marke was entstanden ist. Ja, das sind jetzt hier die 80. Ja. Also das ist halt der Unterschied zum Future gerade, der preisliche. 19.500 versus 19.482. Also irgendwo 18 Punkte Unterschied. Ja. Ja, ich denke mal, man kann jetzt eigentlich jetzt hier noch warten. Typischerweise laufen Orders eigentlich so bis zur vollen Stunde dann. Und dann das vielleicht zur vollen Stunde, was geht nochmal. Aber ansonsten, wie gesagt, ich muss jetzt hier auch zwingend keinen wirklichen Trade jetzt machen. Ja. Wie gesagt, Allzeithoch. Immer ein bisschen schwierig für mich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Geht ihr am Allzeithoch einfach long und auf weiter steigen oder sagt ihr euch, nee, oder geht ihr sogar short? Könnt ihr ja mal reinschreiben. Da gehen wir hier mal kurz rein. Übrigens, Ja. Apple ist jetzt wieder kurzzeitig wieder auf Platz 1 von der Ah, Marktkapitalisierung. okay. Wechselt. Ja. Die müssen ihren Stand verteidigen. Bund schreibt auf Twitch, Heiko wird wohl heute noch. Wird heute hoch und runter gehen. Sehr gut. Das wird's wohl. Oder nur hoch und ganz wenig runter. Ja. Also, was möchte ich ja jetzt? Also, ich brauche jetzt hier irgendwas, einen Anhaltspunkt, wo ich sage, dass da weiß ich aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit, von dem Verlauf her, da habe ich einen Vorteil. So. Und ich habe halt aktuell nichts, außer dass ich halt mich bei kleinsten Rücksetzern aktuell in den Trend skalieren müsste irgendwie. Und bei mir ist es halt eher so, dass
dass wenn ich von Anfang an irgendwie hier den Move nicht erwische, es für mich extrem schwierig ist, da überhaupt einen Trade zu machen, weil, ich hatte ja vorhin gesagt, das hängt mit der persönlichen Erfahrung zusammen, weil ich halt auch oft erlebt habe, dass wenn ich mich da mal reinskaliere nach dem ersten Rücksetzer, ja, so, dann geht man, denkt man sich, oh, jetzt erster Rücksetzer, jetzt gehe ich mal hier long, und das geht halt weiter und dann macht der Markt halt Folgendes, dann geht er halt ein bisschen hoch und dann fällt er halt weiter runter. Ach komm, gehen wir nochmal rein und dann fällt er noch weiter runter. Ach, da legt man mal ein Fibo an. Okay, jetzt hat er aber 50% korrigiert, jetzt müsste er aber wieder steigen, damit ich wenigstens nochmal gut rauskomme und dann geht der Markt bis zum Ausgang der Bewegung zurück und naja, dann Mahlzeit. So, und da ich das halt kenne von mir, weiß ich, dass ich Tage mit Allzeithochs relativ wenig handle. Ja. Ist natürlich schade, vielleicht, aber am Ende geht es ja darum, bei einem Trade auch zu überlegen, wo habe ich meinen statistischen Vorteil. Und ich habe ja, hast du gerade was gesagt, Nelson? Ich Nein, höre schon eigentlich Stimmen. nicht. Jetzt gerade nicht, nein. Und deswegen, also da muss halt jeder gucken, was da seine persönlichen Erfahrungen sind oder was ist sein Setup halt. Und mein Setup wäre. Ist aktuell halt, ja, warten. Jetzt haben wir zwar hier mal eine schwache Kerze, wenn die jetzt hier direkt gekauft wird, das wäre auch nochmal ein bullisches Zeichen, wenn die direkt gekauft werden würde. Lieber Short als Long mit der 500er. Ja, also wie gesagt, meine Empfehlung ist halt, wenn man, und ich kenne halt aber auch den Nasdaq und ich weiß, dass der, oder ich weiß jetzt nicht beim Dow, ob das noch zutrifft, aber es gibt ja durchaus auch Phasen, wo der Markt halt einfach wirklich massiv steigt und wer sich auch gestern den Anstieg da angeguckt hat, war wirklich relativ wenig an Rücksetzer da. Man muss da aufpassen. Das hier ist ja eigentlich ein schwaches Zeichen. Aber ich weiß, und das sieht jetzt hier schon ganz gut aus, diese eine 5-Minuten-Kerze wurde nicht mal wirklich unterschritten und jetzt wird die halt gleich gekauft und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze wir sogar dieses Hoch überschreiten. Ja, das wäre jetzt eigentlich für mich ein ganz schneller Trade. Das wäre der einzige Trade, den muss man aber sofort klicken und sagen, das ist genau das, was es halt ist. Ja, so, da gibt es nicht viel zu erklären. Und dann muss man das machen und wenn es halt gut aufgeht, ist man dabei und wenn nicht, dann halt ist hier hier war es sogar nur ein Rücklauf bis an den Point of Control, wenn man so will, knapp in den Unterstützungsbereich rein und dann direkt, und das läuft halt auch relativ automatisch, ja, das ist genau der Wechsel von der einen auf die nächste 5-Minuten-Kerze, seht ihr das da unten, 15:55 und 10 Sekunden. Ja, ist genau der Wechsel auf die und dann tackert das direkt wieder los. So, mal gucken jetzt oben, ob oben und der Squeeze kommt, kommen ein bisschen mehr Verkäufer rein. Seht, da ist ein bisschen mehr rot. Ich habe so alles, was über 16 Kontrakte oder 15 Kontrakte ist, wird immer farbig markiert, damit man jetzt sieht, wo ein bisschen mehr los ist. Naja, mal gucken, ob jetzt der Spike hier kommt zur vollen Stunde. Ja. Also ich habe, wie gesagt, keine Idee jetzt hier fürs Webinar, um da zu sagen, den Trade mache ich jetzt. Und es ist auch für mich nicht schlimm, dass der Markt jetzt einfach durchs Allzeithoch durchgeht und einfach weiter steigt. Ich kann auch bei sowas einfach weggehen, weil also FOMO, jetzt Angst, dass ich was verpasse, habe ich nicht, weil was soll ich jetzt verpassen? Wenn ich keinen Trade machen möchte. Und ich gucke weiter zu, dann geißel ich mich ja, ja, und irgendwann projiziert man dann irgendwelche Gedanken auf dein Screen und fantasiert sich da was zusammen, was dann gar nicht passt. Ja, und dann wird es vielleicht wieder anstrengend und hässlich, weil man dann denkt, ah ja, jetzt ich shorte doch hier das Ganze und dann kommt man halt nicht nach vorne. Und das will ich halt nicht so. Und deswegen glaube ich auch, dass ich hier. Wenn wir jetzt gleich Schluss machen, auch nicht mehr irgendwie am Rechner verbringen werde, weil ich mache sowieso keinen Trade. Also ich bräuchte erstens einen Rücksetzer und danach dann
irgendwann einen Anhaltspunkt. Wahrscheinlich, was für mich eher am wahrscheinlichsten ist, heute Abend nochmal zu gucken, was denn in Richtung Fett und nach der Fett passiert, weil bis zur Fett hat man jetzt ja nochmal 4 Stunden Zeit, wo sich ein Chartbild entwickeln kann, wo sich Hoch- und Tiefpunkte rausbilden, an denen man dann wieder Reaktionsmuster findet. Und ich glaube, das würde ich heute eher machen, als jetzt hier zu schauen. Und ein Setup habe ich nicht. Ja. Ich brauche für ein Setup den Rücksetzer für einen Long Trade, der halt dann aber auch immer so ein bisschen tricky ist. Was man auch noch machen kann, funktioniert eigentlich auch ganz gut, ist von der Öffnung vom Tief zum Hoch mal das Fibo anzulegen. Aber selbst das haben wir heute noch nicht mal geschafft. 23% Korrektur wäre halt auch eine Idee. Ja. Nelson, ach so, ja, genau, die Haben quartalsweise. schon, genau, habe ich Ja. schon geantwortet. Am Allzeithoch nur kleine Position, wenn ich gut vorne liege, schreibt der Marco. Das kann man ja auch machen. Genau, wenn man jetzt nicht weiß, wie läuft das wirklich am Allzeithoch und man will da erstmal rausfinden, was da Phase ist, ja, mit kleiner Position einzusteigen. Ja, und dann halt zu so gucken, wie es halt dann läuft. Ja. So. Ich glaube, ich werde euch heute auch nicht weiter langweilen oder quälen, weil, wie gesagt, ich muss mich auch davor schützen, dass ich mich nicht in den Trade reinlabere, den ich sowieso nicht machen will oder den ich jetzt gerade nicht machen kann, ja. Also es gibt schon, also was man jetzt im nächsten Step, auf was man auf alle Fälle gucken kann, ist das Verhalten allein schon in dieser 5 Minuten Außenkerze. Ich gebe euch mal, das hat letztens auch ganz gut funktioniert. Also es funktioniert auch relativ oft. Also solange die Außenkerze per Schlusskurs im 5-Minuten-Chart hält, ist es ganz gut. Und dann als nächstes wäre es eigentlich darauf zu warten im 15-Minuten-Chart, bis halt da auch mal wirklich entweder das Framing hier gebrochen wird oder am allerbesten wäre, im 15-Minuten-Chart eine Kerze zu haben, die entweder schön bärisch nach unten geht, ja, also so aussieht. Oder eine Kerze im besten Falle, die ja einen Docht auf der Oberseite hat, sodass man sagen kann, okay, das ist ein Exzess gewesen in dem 15-Minuten-Chart und wenn es dann unter das Tief der 15-Minuten-Kerze geht, dass man dann durchaus da den Rücksetzer dann sieht und vielleicht auch eine Rückabwicklung. Ja. Erstes Ziel wäre das News hoch und danach dann hier in diesen Bereich rein in Richtung 20. Das wäre dann so der Next. Und falls wir hier darunter nochmal fallen, dann wird es echt heavy, weil dann könnten wir die Newskerze auch noch abverkaufen. Ja. Aber wenn Sie es halt richtig gut machen, dann bleiben wir hier oben innerhalb dieses Framing stehen und innerhalb der Außenkerze konsolidieren plus weiter nach oben. So. Ja. Ja, und im Nasdaq ist es schon so, wenn sie es halt echt hardcore machen, lassen die so eine 5-Minuten-Kerze nicht unter, also geht es nicht darunter und es wird echt schwierig. Und richtig fies werden, das sind dann diese Dinger, die dann, wie gesagt, das ist jetzt aus der Erfahrung nur gesprochen, wo der Markt kurz mal runtergeht und dann steigt. Ich nenne das immer die Fuck You-Kerze, weil man damit Leute, die halt hier irgendwo den Stop nachziehen, diese auf alle Fälle kriegen kann und dann steigt der Markt. Und das macht der Markt halt auch vor allem, wenn wir schon so eine Abwärtsstruktur haben, dass dann der Markt dann wirklich das Tief rausholt zur Zeit wieder und dann sehr schnell nach oben geht dann oder von dort aus dann mehr Tendenz halt hat. Also sieht man in letzter Zeit relativ oft. So, der Lutz ist schon weg. Dann gehe ich nochmal auf Twitch. Wie gesagt, wir müssten jetzt hier warten. Überlegungen vom Range Trading versuchen, in Trendrichtung zu kommen, Richtung 19.520. Wie gesagt, Short würde ich nicht anfassen aktuell. Vielleicht, wenn man hier noch öfter sieht, dass die 19.500 wirklich nicht geknackt werden können, das wäre vielleicht noch eine Idee, aber ansonsten
Wenn jetzt nochmal ein Einzelwert hier anfängt zu steigen oder vielleicht andere noch anfangen zu steigen, dann sollte der Markt hier auch weiter steigen können, also der Gesamtmarkt. Ja, und wie gesagt, kann durchaus sein, dass jetzt hier, wir sehen zwar hier, dass die Google jetzt schon schwach ist, aber jetzt nur mal als Beispiel, allein wenn Apple oben stehen bleibt und die Google wieder anfängt zu steigen, also selbst dann könnte das den nächsten Run geben. Und ja, mal sehen, wie sich das hier verhält. Aber so wie es jetzt aussieht, also von der Struktur her wäre eher weise jetzt seitwärts, ja, dass vielleicht auch als Beispiel die Apple läuft auf hohem Niveau seitwärts, die Google hier so ein bisschen runter. Das geht dann, führt dann runter zur Range-Kante. So, wenn dann halt irgendein Wert dann steigt, ja, dann geht es wieder in der Range halt hoch. Ja. So, ich will nochmal auf Twitch gucken. Und ja, wie gesagt, gab es heute zwar kein Trade, aber ich hoffe, dass so ein bisschen mit den Erklärungen euch da so ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte und auch mit den Einzelwerten oder dem Blick darauf, dass das immer mal interessant sein kann. Ja, und ich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch da bleibe oder erst in einer Stunde wieder drauf gucke. Und am Ende ist es ja schon auch so, dass man das Trading ja auch oft auf Warten ist oder dass man halt wartet auf sein Trade, auf sein Setup. Und wenn man kein Setup hat, sollte man auch nicht handeln. Also jetzt nur zu handeln, ich mit der Maßgabe, ich denke, es geht hoch oder ich denke, es geht runter, ist halt nicht immer ein guter Ratgeber, auch wenn es Trader gibt, die durchaus über den Bauch heraus gute Entscheidungen treffen, dann sollte man sich das bewahren. Aber statistisch gesehen lässt sich am besten auswerten, wenn man halt ein Setup hat. Und ich habe kein Setup. Und von daher kann ich nichts machen. Und wenn ich jetzt anfange, reden, 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 dann muss ich halt sagen, irgendwann würde ich mich dann halt in irgendeinen Trade halt rein manövrieren, weil ich halt weiß, dass vielleicht bei einer gewissen Sache, wo ich halt nur einen Ansatzpunkt habe, dann plötzlich der Markt dann das machen sollte. Und wenn das dann nicht macht, dann und das am Allzeithoch, dann bekomme ich halt den Schulitäten so. Ja, auf jeden Fall super, vielen Dank, schöne Woche noch an alle. Gerne doch. Also Fazit, ich würde es euch so entlassen, dass ich sage, solange die 5 Minuten Außenkerze hier hält, obwohl wir haben jetzt eine neue, wenn man jetzt ein Dirk sein Dings nimmt, dann würden wir hier eine neue Außenkerze jetzt haben schon, also dann wäre das die neue. Aber prinzipiell, ich würde hier auf dieses Tief dieser 5-Minuten-Kerze achten. Solange das hält, gehe ich davon aus, wird der Markt weiter steigen. Und was halt auch immer der Fall ist, und das ist halt schon so, dass da die Volume Profile Trader durchaus auch mit ihrem Fokus haben, eher selten, in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass ein Markt nicht so ausgeht. Also das Ende von der Bewegung sieht meistens so aus, dass es hier nochmal eine Spitze dran geben muss. Also wir brauchen nochmal eine Phase, wo weniger Volumen gehandelt wird. Ja, vielleicht sieht man das mal hier unten. Ja. Oder nehmen wir mal einen anderen Tag. Ja, also wenn das Volumen sich jetzt hier oben so staucht, dann ist das meistens nie das Ende, weil hier oben das jetzt nur Widerstand ist, aber es läuft halt nicht aus. Das seht ihr ja hier oben jetzt. Ja, was halt fehlt, ist halt dieses Auslaufen, also dass einfach man ein neues Hoch macht, dass da wenig Interesse kommt, ne, dass das halt so aussieht. Ja, und das sieht halt immer, eigentlich immer so aus. Hier unten hat sich jetzt auch ein bisschen geklumpt, aber warte, ich mache mal das Framing hier aus, dann sieht man so ein bisschen. Ja, also klar ist, an einem Tagestief wird ja oft wenig gehandelt, weil der Markt meistens an einem Hoch oder an einem Tief halt weniger ist. Ja, und es läuft dann hier, nimmt das Volumen zu und dann wieder höher. Genauso auch gestern. Ja, der Markt bewegt sich aus seinem Hauptvolumenbereich, gehen wir mal hier runter, da raus. Und dann seht ihr ja auch auf beiden Seiten, wie das halt abnimmt. Ja, das Volumen dann logischerweise, weil an einem Tief ist ja der Markt halt wie auch gestern nur einmal kurz runter und wieder hoch. Ja, und am Hoch läuft es halt erstmal nur hin. Aber ihr seht es auch hier, ne? Das ist hier die Stelle gewesen, wo mal viel Volumen gehandelt wurde. Vielleicht, wenn man es so einzeichnet, jetzt nicht ganz so clever. Ich überblende das mal, dass man durchgucken kann. Ja, da wurde viel Volumen gehandelt. Und das hätte, es kann immer mal das Ende sein, aber es ist schon eher selten, wenn der Markt halt da oben so handelt. Besser ist es so, wenn es so ausläuft. Ja. Zum Beispiel hier, da war es so,
Da sehen wir, da ist die Auslaufzone sehr, sehr gering. Ne? Also hier, das hier, so sehr gering. So. Ja. Und das kommt schon eher seltener vor, gibt es aber immer wieder. Und das wäre halt genau die Phase hier oben. Seht ihr, da fehlt einfach dieser Auslauf, ne? Dass das Volumen wieder abnimmt, was dann halt einfach mit einem neuen Hoch, das reicht dann, wenn der Markt einfach nur 10 Minuten hochgeht, dann wird hier ein bisschen Volumen gehandelt und dann sieht das dann halt so aus, wie es halt typischerweise ja auch so aussieht. Ja. So, und dann von mir aus runter. Aber so kommt eigentlich mal oder müsste eigentlich nochmal, auch wenn es nur kurz ist, nochmal ein Hoch dran kommen. Also es lässt der Markt typischerweise nicht so stehen. Vielleicht wäre auch ganz gut, wenn er da nochmal an die 20 anditscht und dann erst fällt. Ja. So, jetzt kommen wir hier wieder an das Tief der Konsolidierung halt ran. Ja, mal gucken, ob er das hier halten kann oder nicht. Auf der RA80 liegt denn da was? So, gut. Also Minimumkorrektur auch im Sinne der Struktur wäre 23, also 23% haben wir nicht mal erreicht bis dato. Nur von der Eröffnungsbewegung aus. Ja, ist das alles hier sehr, sehr wenig Rücksetzer. Also da bis jetzt ist man nicht bereit, das Allzeithoch zu verkaufen aktuell. Ja, und auch die Korrektur bis jetzt eigentlich nicht vorhanden. Mal gucken jetzt, was hier passiert, wenn wir hier an die daran laufen. So, wie gesagt, das wäre jetzt, wenn es nicht das Allzeithoch wäre, würde ich hier vielleicht limitiert das Handeln auf 10 Punkte. Mal gucken, ob es durchgegangen wäre. Das gucken wir uns noch an, diese 5-Minuten-Kerze, und dann ist aber hier Feierabend. Also 80 erreicht genau das Tief der Außenkerze. 6 Punkte wären es in der Spitze bis jetzt. Ja, also diese Außenkerze. Mal gucken, ob es für 10 gereicht hätte. Ja, da liegt auf der 10. Hat eine gleiche Idee mit größerer Size. Die 80 Kontrakte, genau 10 Punkte plus. Wow. Also wenn er das mit 80 Kontrakten gerade getradet hat. Also das wäre jetzt der einzige Trade gewesen, limitiert von der 80. Wow. Wow. Aber da sieht man es, also das läuft auf alle Fälle richtig gut. Also das hat jetzt, und da merkt man schon, dass der Markt halt schon sehr stark algolastisch getradet wird, also so genau das zu machen, auf einen Tick fast genau die 5-Minuten-Kerze zu halten und dort von aus wieder 10 oder 20 Punkte oder vielleicht sogar jetzt höher zu gehen. Also schon richtig stark gemacht. Ja. Also es passt auf alle Fälle. Kontextmäßig ist es richtig gut. Mich juckt, nicht juckt, mich stört so ein bisschen das Box-Setup. Müsste ich jetzt den 1-Minuten-Chart aufmachen? Box-Setup wäre für mich nicht ganz wahrscheinlich, weil die Kerze davor zu lang Docht und Lunte hat, aber könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich habe jetzt überall nur den Pikes drauf. Ich habe jetzt gerade hier den, gerade keinen Chart offen mit zwei Zeiteinheiten. Ich ziehe, muss mal reinziehen. Aber wie gesagt, ich würde es nicht als gutes Box-Setup sehen, weil ich, weil hier in dem Chart davor das zu lange Lunden sind und Dochte sind. Also das wäre mir zu lang. Aber wie gesagt, ist auch immer nur Geschmackssache. Wir gucken jetzt mal rein auf die Schnelle, ob es wirklich Box-Setups ansonsten rein nur von der Struktur her gewesen wäre. Aber erstmal die 80, ja, wahrscheinlich muss ich, also ich kann euch sagen, ich habe vor ganz vielen Jahren schon die Marken sehr exzessiv gehandelt und habe jetzt festgestellt, das ist erst so seit einem Monat, anderthalb, 2 Monaten würde ich sagen, wo so 80, 20 wieder gut geht. Also wenn das wieder bleibt, dann würde das wieder als Setup wieder bei mir reinkommen. Aktuell handle ich es ab und zu, wenn es mit anderen Faktoren passt, aber wenn das mehr und mehr läuft, dann ist das, oh, ha, ist es auf alle Fälle ein Setup, was man standalone handeln kann. So, wir wollten aber jetzt noch schnell gucken,
X-Frame mal reinziehen. Mal gucken, ob es so ein rein technisch gesehen das Box-Setup war. Das schalten wir hier auf die Minute. Sieht aber gut aus, ja. Also technisch gesehen, Box-Setup, ja. Wäre long auf der 88. Target, ja, 12 Punkte bis zur 500. Sauber. 5 Minuten Kerze. Ja. Also wer es als Box-Setup gehandelt hat, hat es richtig erkannt. Ja. Und das wäre bis jetzt der einzige Entry hier gewesen oder der einzige Exit aus einer Short-Position heraus, die 80. Ne? Krass. Mal gucken, ob jetzt noch genau die 20 anläuft. Das wäre natürlich jetzt hier ein klassischer Vorführeffekt. Ja, über einen 1-Minuten-Chart wäre man eigentlich, wenn man jetzt einen Trailing-Stop nachzieht, sogar noch gar nicht raus gewesen. Ja. Ja, jetzt könnte ich doch ein bisschen sagen, ach, hättest du einfach ausgeblendet, dass wir auf dem Allzeithoch sind. Ja. Gestern habe ich die 80 gehandelt. Ja. Also hier Pullback genau auf die 80 und dann geht es da hoch. Nicht Quatsch, gestern nicht, gestern nicht, gestern habe ich die 80 geschortet, so rum. Aber den Tag zuvor habe ich sie lang gehandelt. Gestern habe ich sie geschortet. So, naja. Okay, also da sieht man mal, wie sauber es denn doch gelaufen ist. Naja. Also Außenkerze, wie gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, ist die Außenkerze hier, hat der wurde abgelöst. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und jetzt haben wir hier die 20 erreicht. Ja, wären 40 Punkte, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber gut, als Tipp kann es ja mal reichen. Nächstes Mal handeln wir es beim nächsten Mal. Ja. Wieder so genau, ey, 80-20. Juiuiui. So, was wollten wir noch schnell gucken? Ah ja, genau, nach dem Framing machen wir es auch nochmal an. 5-Minuten-Chart, hier ist Framing. So. Da sieht man, dass es jetzt hier abgelöst wurde durch diese Kerze. Also die Außenkerze, auf die ich jetzt geschielt hätte, wurde ja hier zwischendrin schon abgelöst. So, jetzt von der 20 Short auf die 80. Und das wäre jetzt der Ausläufer. Ja, das wäre jetzt hier der Ausläufer. Das wäre genau das Passende, was jetzt auch ausreichen würde. Also es kann natürlich nochmal, also der Markt kann natürlich jetzt auch noch wieder hier oben Volumen sammeln, ja, und dann noch höher gehen. Also das ist ja auch möglich. Ja, aber wenn von hier, von so einer Stelle aus der Markt jetzt nach unten durchfällt, dann ist es eher so, denn typischerweise war es das, weil dann könnt ihr hier auch runtergehen auf die nächste Runde, auf die 20. Also die Levels passen ja gerade ganz gut. 80, 20. Ja, aber wenn das Hoch sein sollte, das Allzeithoch hier, was wir gerade gesehen haben, im Übrigen, das letzte Allzeithoch war, davor war bei 9, also 19, sind wir jetzt schon 500 Punkte darüber. Also ich hatte letztens auch ein Allzeithoch, das war bei 22 gewesen. Ich weiß also auch nicht, ob das eine 2, eine 3, eine 4 war. War bei 20 gewesen oder 22 war das Allzeithoch und danach ging es dann richtig massiv runter nochmal. Ja. Also, jetzt waren wir bei 24. Mal gucken. Also achtet jetzt im nächsten Step darauf, wenn wir hier unter diese Konsolidierung fallen, dann gibt es wahrscheinlich auch eine schwache 15-Minuten-Kerze und dann wäre durchaus die Idee, dass der Markt weiter runterkommen kann, gegeben. Ansonsten bleibt das so long, wie ich das hier gerade erzählt habe. Der Ralf hat also das Box-Setup gut erkannt. Ich habe es nicht gehandelt. Ich hätte für mich die, ja, gerne jetzt, wenn ich den Chart nochmal zurückdrehen darf, der hätte mir doch gewünscht, die 80 gehandelt zu haben. Aber ja, ich habe einfach abgeschlossen gehabt, dass ich heute nicht handle und wollte mich halt auch nicht in den Trade reinquatschen lassen. Es passt übrigens auch mit meinen EMAs zusammen, sehe ich hier gerade. Naja, gut, egal. Also das wäre jetzt durchaus schon eine verpasste Chance, kann man schon sagen. Aber ich wäre wahrscheinlich mit plus 10 wäre für mich schon okay gewesen. Also 40, ob ich die geholt hätte, glaube eher nicht. Gut, aber zumindest ist das ein Setup, ein Regelwerk, was greifen kann. Ich habe es nicht gehandelt wegen Allzeithoch. Und
Und das Box-Setup wäre hier gewesen. So. Also von daher wäre das die Idee gewesen, die man durchaus hätte handeln können. Ja. Gut. Vielleicht dann nochmal eine Frage am Ende aus dem Twitch-Stream. Ich dachte, die Kurse steigen, wenn Inflation steigt. Warum steigen die Kurse, wenn die Inflation sinkt? Also die Fantasie dahinter ist einfach, dass wir aufgrund dieser sinkenden Inflation jetzt endlich Zinssenkungen kriegen. Und aktuell glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, ich habe es nur vorhin in einem Stream gelesen, dass die bei 70 oder sogar bei 100% jetzt liegt, dass wir für September eine Zinssenkung jetzt bekommen. 70 Und war richtig. ja. Und dass das halt jetzt die Kurse beflügelt, weil weniger Zinsen heißt, geringere Verschuldung heißt wieder mehr Produktion und so weiter. Also kann man das Rad halt spinnen, dass das halt die Kurse jetzt beflügelt hat, warum halt eine sinkende Inflation hier in dem Falle sich positiv auswirkt. Das ist aktuell sozusagen diese Argumentationskette, die man da aufmacht, um diese höheren Kurse halt abzufeiern. Und dadurch, dass die Technologie sehr, wie sagt man, sehr stark kreditfinanziert ist, ist natürlich in Technologiewerten das oftmals noch viel, viel höher zu erleben, diese starken Anstiege. Und das sehen wir ja jetzt hier, wenn wir hier auch auf den Tagesschart nochmal drauf schauen, als letztes, dass man da auch ein sehr, sehr hier jetzt hier sehen, wie da der Markt jetzt hier durch das Allzeithoch durchgegangen ist und jeden Tag oder jetzt die letzten beiden Tage immer wieder neue Allzeithochs gemacht hat. Ja, dass der Markt hier so eine Rallye nochmal dran setzt, rein die Struktur hat gepasst jetzt am Ende, aber es ist halt schon auch schwer da oder für mich, wie gesagt, auch immer eine echte Überwindung zu sagen, man geht dann da oben halt diesen Long Trade halt ein. Wäre aber aufgegangen, so kann ich es halt sagen. Also ich habe es nicht geklickt, habe da den Schisshasen gemacht. Und der Klick wäre also alles in diesem Bereich, das wäre das Entscheidungsfenster hier gewesen, sage ich jetzt mal, zwischen 80 und 90 allerspätestens. Und wer sich dafür entschieden hat nach der Konsolidierung, der hat zumindest das hier gemacht. Und es hat halt vorher auch gut gepasst mit dem 5-Minuten-Chart, mit dieser Außenkerze, die der Markt da hier vorher gemacht hat. Hat das eigentlich ganz gut gepasst. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Genau. Also perfekt gelaufen, so gesehen. Gut. Interessant auch ist, dass am Freitag die Buyback Blackout Period anfängt. Ah, okay. Genau. Also, das auch immer noch mal ein Thema ist, wenn diese Periode anfängt, na, dass man dann auch merkt, dass die Märkte eher tendenziell nach unten gehen, oder? Weil die Käufer halt auf jedem Niveau halt fehlen. Na. Aber das werden wir dann nächste Woche sehen. Ich bin aber nächste Woche nur noch bis Mittwoch da und dann bin ich 3 Wochen erstmal im Urlaub. Und ich habe meinen Urlaub extra genau so gelegt, dass ich genau nach dem Urlaub den ersten Mittwoch dann wieder für euch da bin. Nämlich mit FX Flat am 17. Juli dürfte das sein. 17. Juli, habe ich mir das richtig gemerkt? Tatsache, habe ich mir richtig gemerkt. Am 17. Juli bin ich wieder für euch da. Und ja, vielleicht könnt ihr ja einiges dieser Tipps und Tricks vielleicht ja umsetzen, anwenden, sofern ihr euch auch den Future holt von FX Flat. Kostet natürlich eine monatliche Gebühr, die Future-Daten. Aber falls sie einem auch hier die Möglichkeit geben, wie gesagt, sowas rauszufinden mit 80-20, kann das durchaus auch ein lohnendes Investment sein. Ansonsten bieten natürlich die Futures halt den Vorteil, dass man halt sehr geringe Margin braucht, um überhaupt hier den Handel zu beginnen. Also, aber man muss natürlich aufpassen, Hebel wirkt immer in beide Richtungen, ganz klar. Das ist der Risikohinweis an dieser Stelle. Ja, aber trotzdem lässt sich das da, finde ich, dann doch einfacher handeln. Gut, das war's dann aber jetzt wirklich soweit von meiner Seite. Ich bin gespannt, wie der Nasdaq das heute hier ausspielt und vor allem, was dann auch mit der Fed denn heute passiert und mal gucken, wie krass der Markt da noch wird. Ich bin, wenn ihr auch mögt, am Freitag spätestens auch wieder für die da, die dann vielleicht auch auf meinem YouTube-Kanal den Livestream gerne verfolgt mit dem guten Morgen DAX. Da könnt ihr ja auch mal vorbeischauen und ansonsten hat
die letzten Worte wie immer der Nelson. Ja, vielen, vielen Dank, Heiko, für das Webinar heute. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Super, dass du nach dem Urlaub dann auch wieder den Termin wahrnehmen kannst. Ich freue mich und wünsche dir natürlich einen schönen Urlaub, aber vielleicht hören wir uns ja nochmal vorher. Ansonsten, der Heiko hat es schon gesagt, heute Abend FED-Zinsentscheid. Da auf jeden Fall aufpassen mit den Positionen und wünsche natürlich viel Erfolg und noch eine schöne Restwoche. Und danke, Andreas, danke, Twitch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.